Rieche ich irgendwas Außergewöhnliches, da ich ja meinen Helm immer noch nicht aufhabe? Es riecht nach menschlichem Schweiß, Ausdünstung, Soldaten. Du kannst aber keine Symbionten oder so etwas hier in der Nähe riechen. Also zumindest nicht hier drin. Und der Rest wird dann eben geschwängert von dem Schlachtgeruch. Es riecht ja nicht nach diesen abscheulichen Symbionten. Das Einzige, was ich wahrnehme, ist der Geruch hier von Menschen und Kämpfen. Habe ich mit der Elf ein bisschen was entdeckt? Nur den Signalgeber von der Inquisition, den du dann auch auf dem Altar erkennen kannst. Und das ist dieses typische stilisierte I mit den Kreuzen durch, die dann für die drei Ordos stehen und am roten Blinken. Ich begebe mich mal dahin. Vorsichtig. Mit gezucktem Bolter. Sieht so aus, als wurde der abgelegt. Sorgsam. Da liegt aber jetzt nicht irgendwie hinter dem Altar eine halb zerstörte Inquisitorin. Nein, du blickst dich nochmal um. Riecht doch nicht nach irgendwas. Oder deine Sensoren generell nehmen da nichts wahr. Bist halt ein bisschen aufmerksamer. Guckst auch mal zu den zersplitterten Gläsern und dem Dach generell. Aber wenn sie nicht im Schatten besonders ekelhaft sitzen und lauern, dann sind sie hier wohl nicht. Und Bruder, hast du was entdeckt? Bis jetzt gar nichts. Okay, ich schalte die Tür im Auge. Das war bestimmt eine Falle. Naja, ist Blut auf dem Gerät. Kann ich da was sehen? Nein, sauber. Irgendwie widerstrebt das mir, dieses Gerät aufzuheben. Ist da vielleicht irgendwie eine Sprengfalle dran oder sowas? Also du könntest davon ausgehen, dass da eventuell Giftnadeln oder sowas dran sind, wenn die Biosignatur eben nicht erkannt wird, aber eine Sprengfalle wohl nicht. Nein, also du guckst dich um, es blinkt halt rot, könnte der Signalgeber sein, du kennst dich damit jetzt nicht so gut aus. Vielleicht auch nicht, du vermutest nein. Nein, also ich meine nicht, ob das eine eingebaute Sprengfalle hat, sondern ach so, ob nein, so ein Draht dran hängt und dann irgendwo auf einer Mine liegt oder so. Ach so, nee, das ist nicht der Fall. Nein. Gut, dann nehme ich das mal vorsichtig in die Hand. Ich vermute eher, die Inquisitorin hat den hier abgelegt, in der Voraussicht, dass das Signal doch noch jemanden erreichen wird. Aber das ist unlogisch. Wenn wir sie finden sollten, sollte sie dieses Signal bei sich tragen. Meine Vermutung ist eher, hat sich hier zurückgesogen und wurde, so wie die Tür aussieht, hier einfach überrannt. Und sie ist geflohen und hat wahrscheinlich es nicht mehr geschafft, das Gerät mitzunehmen. So wirkt es jedenfalls. Ich schaue mich mal um, ob ich Spuren von ihr finde, wo sie hingegangen ist. Sieht man in der Kathedrale Kampfspuren? In der Kathedrale kannst du wenige Kampfspuren entdecken, wohl vor einiger Zeit, aber vor allem draußen vor der Tür, ja. Das könnt ihr wie gesagt alle hören. Also vor der Tür, draußen wird gekämpft, das sind viele Soldaten, ja. Ich würde mich mal nach Spuren der Inquisitorin umschauen, in welche Richtung oder ob sie vielleicht sich sogar noch hier irgendwo versteckt hat. Was sind das für Kämpfe draußen vor der Kathedrale? Habt ihr etwas zu berichten, Brüder? Ja, es klingt wie Mensch gegen Mensch von hier. Das nehme ich auch so wahr. Gibt es hier Fenster? Es ist eine Kathedrale, ja. Sehr große, sehr hochliegende Fenster, die Licht reinlassen würden, wenn denn der Himmel scheinen sollte. Ist da eins von zerstört? Viele, ja, auch. Dann würde ich versuchen, mich an einem zerstörten Fenster zu positionieren und alles niederzuschießen, was versucht, die Kathedrale und uns anzugreifen. Ja, die Kathedrale, wie gesagt, ihr seid irgendwo im hinteren Teil beim Altar rausgekommen, müsstet dann, es sind sicherlich 100 Meter, die ihr dann zurücklegen müsstet zum Eingang. Die Säulen sind natürlich riesig, wie es eben bei einer imperialen Kathedrale der Fall ist. Und wenn du dann nach vorne eilst, dann kannst du eben dort auf den Treppen auch erkennen, wie dort, du bist der Meinung, das sind mehr als 100 Soldaten auf den Treppenstufen sitzen und feuern in eine Richtung, auf den Platz rüber.
und deinen Hauptmann, den du dort erkennen kannst. Du kannst dich natürlich dann auch im Inneren noch aus dem Fenster rauslehnen und dann selbst anfangen zu schießen. Auf der anderen Seite. Dann gehe ich erstmal zum Hauptmann. Salutier für ihn. Herr Hauptmann? Ah, wer seid ihr? Tonagent Worgen von der Inquisition. Inquisition? Wogegen wird hier gekämpft? Rebellenabschaum. Seid ihr allein gekommen? Nein, ich habe ein paar Engel des Imperators mitgebracht. Ausgezeichnet. Nun, dann helft uns doch bitte gerne. Männer, die Engel des Imperators sind hier! Kämpft! Gut, ich sprinte zurück zu den Space Marines. Ja, und Bruder, irgendwelche Spuren? Nix, ich habe nichts gefunden. Ich habe überall mich umgeschaut. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist nichts. Es deutet darauf hin, dass irgendjemand gewollt in die Spuren vernichtet hat. Ja, verstanden. Wir müssen, seltsam. Wir müssen uns unsere weiteren Informationen wohl draußen holen. Dann sollten wir mal vielleicht einen der Feinde zwischen die Finger bekommen. Milords? Ja, sprecht. Ich war eben bei dem Hauptmann. Sie kämpfen hier gegen Rebellen. Und sie wären sehr verbunden, wenn ihr euch dem Kampf anschließen würdet. Vielleicht haben sie mehr Informationen über den Verbleib der Inquisitoren. Dann steigern wir mal ein bisschen die Moral, oder was sagt ihr, Brüder? Lasst uns in den Kampf stürmen und den Imperator zur Seite stehen. Rebellen sind mir ein Gräuel. Lasst sie uns vernichten. Brüder, dann sollten wir ihnen beistehen. Für den Allvater. Vorwärts. Für ja. McCrack. Marschiert. Wie der Imperator befiehlt. Dann donnern eure Servorüstung der Marke Aquila durch die gewaltige Kathedrale auf den Weg zum Ausgang. Neben euch der Kadianer. Was macht ihr mit Elisabeth? Abgelegt? Die habe ich mir. Ah ne, die habe ich mir über die Schulter geworfen. Okay. Ich marschiere jetzt mit der in den Kampf. Gut, ja, alles klar. Dann kannst du Elisabeth auf deinen Schultern mitführen. Und als sie nach draußen kommt, könnt ihr erkennen, wie dort auf dem großen Platz viel geschossen wird. Der Hauptmann, der das Ganze versucht zu dirigieren. Man hat dann irgendwie wohl Vorratskisten beiseite gezerrt, vor sich als Deckung aufgebracht oder irgendwelche Frachtcontainer. Die stehen allerdings auf der anderen Seite des Platzes ebenso, wo ihr dann erkennen könnt, dass dort verschanzt Rebellen sitzen, die dann auch schreien und kreischen, irgendwie improvisierte Waffen haben, vor allem viele Nahkampfwaffen, die sie dabei haben, aber dann eben auch wassergekühlte schwere Maschinengewehre oder so etwas, oder aber auch Lasergewehre, die sie dann eben bei sich führen. Und über den ganzen Platz zucken dann die roten Blitze und die Geschosse, die dann stieben. Auch schon viele Leichen, die dort draußen liegen, sowohl von Rebellen als dann eben auch von der PVS, von der Planetaren Verteidigungsstreitkraft. Ist das offensichtlich, dass die Rebellen da die Bösen sind? Also die PVS trägt Uniform im Gegensatz zu den Rebellen, die in Zivil gekleidet sind. Das ist offensichtlich, ja. Das reicht. Mir jedenfalls. Mir genauso. Also wenn die PVS eindeutig zu erkennen ist, stürme ich dann halt definitiv da vor. Ja, ich würde auf den Hauptmann zu marschieren. Identifiziert euch. Hauptmann Ascot. Ich dirigiere die PVS von hier. Wer sind unsere Feinde? Rebellen aus der Stadt, mein Herr. Mein Lord. Grund des Aufbegehrens. Das wissen wir nicht genau. Schlagen wir sie erst zurück, danach können wir darüber besprechen. Hier sterben Männer, mein Lord. Eure Sorgen sind für mich von keiner Bedeutung. Ihr werdet antworten, wenn ihr befragt werdet. Verstanden? Du siehst so ein bisschen den Widerwillen in seinen Augen. Wie ihr wünscht, Lord. Grund für die Rebellion. Vermutet. Symbiontenbefall. Er knurrt das so ein bisschen und schaut dabei auch so ein bisschen in Richtung von Worgen. Ja, ich würde mal, wie meine Bruder ihn immer nennt, unser Wölfchen anschauen und auf ihn deuten.
Würdest du so nett sein, ihn zu prüfen? Wilhelm, du kannst gerne mal auf Allgemeinwissen, Allgemeinwissen würfeln. Imperiale, ja, imperiales Militär ist das. Astra Militarum. Ja, nö. Und Tordal, du kannst an ihm ein bisschen riechen. Unauffällig, auffällig, so wie du es tust. Du riechst gar nichts an ihm. Nicht einmal ein Mensch. Wie bitte? Also er riecht nicht mal wie ein Mensch. Also ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade den Wurf neu machen, da ich das Talent habe, Wirksgespür. Ja, mach das gerne. Also auf den ersten Moment riechst du erstmal gar nichts. Kannst du noch ein zweites Mal, wenn du möchtest, mit einem Wurfssinn. Bist also ohne Helm unterwegs? Ja, habe ich ja gesagt, wo ich ja schon gelandet. Ich habe den nie aufgezogen. Ja, deine wölfischen Sinne schlagen an, deine Ohren zucken so ein bisschen. Sie riecht, er riecht nach gar nichts, aber er riecht nach, also schon Mensch. Naja, so riecht kein normaler Mensch. Aber wenn du sagen würdest, dass es ein Mensch wäre, dann eher eine Sie. Also da der ein Dreitagesbart hat, glaube ich nicht, dass das eine Sie ist. Ich würde ihn mal einschüchternd anknurren. Ja, er stiert widerwillig zurück. Vernichten wir die Rebellen, jetzt! Ja, ich möchte gerne seine Kappe vom Kopf reißen und überprüfen, ob er die Male eines Symbionten trägt. Er tut er nicht. Also du betrachtest ihn, das was Bruder Gabriel schon gesagt hat, das verhärtete Haut, verfärbte Haut, irgendwelche Hornplatten hat er nicht. Nur sein bionisches Auge. Irgendwas stimmt hier nicht. Er riecht weder nach Mensch, sieht aus wie ein Mann. Haltet eure Schnauze, später. Okay, jetzt brauche ich mir Selbstbeherrschung. Ich wollte gerade sagen, der Junge ist Mensch. Wir haben ja interne Kommunikation. Ach nee, du hast einen Helm abgezogen. Und doch, ich habe jetzt nachgelesen, die Wölfe haben tatsächlich so, wenn sie keine Helme tragen, haben diese tatsächlich auch Mikrofon im Ohr. Ja, aber der weiß trotzdem, was du sagst. Dabei könnt ihr auf alle Fälle weiteres Laserfeuer hören und wie weitere Menschen sterben. Verzeiht, mein Lord, ich sehe euren Widerwillen. Vertraut mir und tut, was ich sage. Ihr habt mir erstmal gar nichts zu sagen. Ich möchte gerne mal auf Wissen würfeln über Mutanten, ob ich vermute, dass er ein Mutant ist. Kannst du gerne tun. Mutanten. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wissen wäre. Heretics, ja. Ich glaube, das sind Heretics. Es gibt, glaube ich, extra. Mutanten gibt es bestimmt auch, ja. Ja, es gibt, glaube ich, extra Mutanten, ja. Okay, das habe ich dann aber vermutlich nicht. Also es auf alle Fälle stimmt irgendwas mit dem Hauptmann nicht. Das ist euch jetzt höchstwahrscheinlich alles klar. Aber was da jetzt mit ihm stimmt, wisst ihr nicht. Können wir von hier aus denn irgendwie bei den Rebellen so einen dritten Arm oder sowas mal sehen? Von hier aus wohl nicht, nein. Das sind erstmal Menschen. Wie gesagt, alle sind in Zivil, mit irgendwelchen geklauten Kleidungsstücken, Lumpen, Leder, wenige Uniformen, die ihr noch erkennen könnt, die dann aber auch schlecht passen. Aber das sind Menschen. Das ist kein Befehl, mein Lord. Ich bitte euch einfach nur, mir zu vertrauen. Ihr werdet euch umgehend erklären. Inquisition. Hauptmann, was sollen wir tun? Weiter feuern! Ja, wir sollten ihm vertrauen. Ich habe da schon einen Gedanken. Bleiben die Rebellen zurück. Wie du meinst, Bruder. Und daraufhin würde ich die Treppe runter marschieren. Ja, dann lass uns doch mal so langsam Inni würfeln, ne? Genau. Gewandtheit einmal und dann, beziehungsweise 1W10 plus euren Gewandtheitsbonus. Dann schauen wir mal, was ich so habe. Dann beginnen wir auf der 9, Gabriel. Ja, ich lege erstmal unsere Shocktrooperin ab, falls ich das hier noch nicht tun konnte. Zumindest sind wir hier hinter den Reihen. Und ja, wenn ich da jetzt reinmarschiere, sollte sie vielleicht zu ihrem eigenen Wohl nicht auf meiner Schulter liegen. Und dann Bewegung. Und zwar direkt in die vordersten Reihen. Wie weit kann ich mich nochmal bewegen? Ich glaube 24 oder so. Das müsste auf deinem Charakterbogen ausgerechnet sein. Gewandtheitsbonus mal 3, glaube ich. Mal 6 kann er rennen.
Also ich kann mich 6 bewegen, 12 laufen, 18 chargen und 36 rennen. Ich nehme an, dass du ähnlich rennen kannst. Okay, wenn ich renne, dann habe ich 24, kann ich weit rennen, wenn mal 6. Also ja, fast an die vorderste Front. Gut, dann kannst du vorbei an den anderen laufen, die dort in Aufstellung genommen haben, abgekniet auf den Stufen, sodass sie dann über die Köpfe der anderen schießen können. Das Knacken der Laserfeuer, du kannst auch die eine oder andere Leiche schon erkennen, die dort auf dem Boden liegt, über die Kämpfe sowieso schon hinweg und dann eben auch über das Gespräch, in dem ihr euch unterhalten habt, während du auf die Rebellen zuläufst. Als Apothekarius vorneweg. Dann Bruder Wilhelm, die 8. Ja, ich rücke hinterher. Ich kann mich 36 bewegen. Gut, dann sind die Rebellen dran mit der 8. Das ist eine Horde. Der Masse zurzeit sind es 40. Die 45, da muss ich gerade mal gucken, ob die treffen. Nein, der Wert ist 25. Das heißt, alle schießen in deine Richtung. Einige treffen wohl, aber die Laserschüsse verglühen eben auf dem Keramit von dir und nicht einmal ein Reinheitssiegel wird beschädigt. Thordal Svensson. Ja, ne? Dann würde ich jetzt erstmal gucken, ob mein Jetpack funktioniert. Nein, klappt nicht, dann laufe ich nur so. Okay, dann kannst du laufen und nachdem ist Worgen dran, 7. Jo. Ich kann mich mit einer Reichweite von maximal 24 bewegen. Und ich würde mich einer, denke ich, der hinteren Reihen anschließen. Ja, bis hierhin würde ich ungefähr laufen, also bis hier. Dann würde ich dir da auch nur eine halbe Aktion für abnehmen. Was möchtest du noch machen? Halbe Aktion hast du noch? Zielen? Ja, zielen klingt gut. Alles klar. Gut, dann nach Worgen die 7, die 6 Olaf Octavius. Ja, also ich möchte eine freie Aktion zu dem Hauptmann sagen. Haltet die Stellung, wir kümmern uns um den Feind. Und dann rücke ich vor. Ich renne 36 Meter. Springen so auf die linke Brüstung oder was das da ist. Ja, die Soldaten selber sind auch eine Horde. Nicht nur die Rebellen, sondern auch die PVS. Und die haben selber Schüsse, das ist auch eine Horde, mit 40 zurzeit. Auch wenn, also die Masse ist 40, sind aber mehr. Es sind nämlich 400. Und eine Gruppe von ihnen trifft. Gut, nächste Kampfrunde, Gabriel. Ich muss kurz einmal abmessen, wie weit ich mich tatsächlich gerade befinde. War 43 Schritt und meine Bolterpistole hat eine Reichweite von, hat die zufällig wäre und kann mir das gerade sagen, sonst... Aber bis 60 Meter kannst du normal schießen. Normal mehr weiter ist 30 und 60 ist halt dann normal schießen. Okay, sollte also klappen. Ich ziehe meine Bolterpistole. Ja, für den Trefferwurf bekommst du eine plus 30, weil die Masse über 30 liegt. Dann nehme ich eine halbe Aktion zum Zielen und schieße dann noch in einer halben Aktion. Es gibt mir, da meine Waffe genau ist, eine zusätzliche plus 10 zu den plus 10 herauf. Und gibt mir dann einen zusätzlichen W10 Schaden, sofern ich treffe. Ja, wie gesagt, nochmal plus 30 auf den Bärwurf. Das ist auf alle Fälle getroffen. Dann den W10 Schaden, beziehungsweise W10 plus 5, oder was ist das? Wie kommst du auf 4 W10? 4 W10, weil meine Waffe genau ist. Manche Waffen sind auf Präzision ausgelegt und reagieren in geübten Händen exzellent. Sie gewähren plus 10 auf BF, wenn der Schütze die Aktion Zielen einsetzt und zusätzlich zu einem Bonus, den man ohnehin durch Zielen erhält. Wenn der Schütze einen einzelnen Schuss aus einer einzelnen leichten Waffe mit dieser Eigenschaft abgibt und zuvor die Aktion Zielen eingesetzt hat, erhält er je 2 Erfolgsgrade einen zusätzlichen W10 zum Schaden. Maximal okay, aber gut. 2 zusätzliche W10. Danke, super. Dann kannst du schießen und merkst irgendwie dein Boltgeschoss durch einen Menschen durchrast, auf der anderen Seite wieder austritt, viel zu spät explodiert und der Explosionskegel hinter den Menschen zerfetzt daneben wohl noch weitere der Horde, die dort stehen und jetzt fasziniert und furchterregt auf das blickt, was jetzt dein einzelner Schuss getan hat. Gut, dann machen wir nach der 9 weiter mit Bruder Wilhelm.
Ja, ich habe Range 150, fällt mir gerade auf, also halte ich da rein, Freunde. Der Devastator am Start. Ja. Jeder Erfolgsgrad, wo du eben vollautomatisch schießt. Du würfelst 3W10, weil plus 10. Ach ja, der, die macht automatisch schon 2W10 und durchreißen noch einen zusätzlichen. Also die zwei höchsten Würfe, das sind die 7 und 10, das sind 27. Also wie viele von den Jungs habe ich jetzt umgerissen? Also du hältst rein und du bist so der Meinung, dass du gerade 50 Leute zerfetzt hast. Was für ein Ziel. So, dann nach dir bin ich wieder dran. Die Masse liegt noch über 30, wenn noch nicht viel. Bekomme aber nur noch 3W100. Dann machen sie 4W10 plus 4. Das sind 24 Schaden. Und zwar... Doch, 5W10. 5W10. Auf wen schieße ich denn? 34. Teilen wir das auf und dann machen wir einmal 17 und nochmal 17 und zwar an einmal Octavius und einmal an Worgen. Nee, nicht an Worgen, an Willen. 17 und 17. 17 Schadenspunkte? Mhm, 17 und 17. Okay, sollte kein Schaden durchkommen, ne? Muss mal gerade gucken, der DS von denen ist 2. Sollte, glaube ich, trotzdem. Könnte sein, dass da einer durchkommt, oder? Kommt auf an wo? Ich muss gerade mal gucken, die 17. Ist die 7 oben? Die 7 müsste Brust sein oder sowas. Die 7 ist Kopf. 17 ist 31, es wäre dann 71, also muss das umdrehen. Rechtes Bein. Ach so, okay. Also hast du 17 Schaden gemacht oder einen Angriffswurf von 17? Ein Angriffswurf von 17. Das ist dann umgedreht, die 71. Genau. Ja. Und 71 ist das rechte Bein. Ja. Und wie viele Schadenspunkte hast du gemacht? 17 Stück. DS2. Also das heißt, okay. Wir ziehen von eurer Rüstung von 8, ziehen wir, bleiben noch 6. Dann ziehen wir von den 17 minus 6 sind 11 und dann könntest du deinen Widerstand drauf tun. Ja, dann kriege ich einen Schaden. Genau, einen Schaden. Haben sie schon mehr gemacht als die anderen? Weil sie viel sind, genau. So, dann macht er 8 und dann bin ich fertig mit meiner. Dann nehmen wir Tordal. Jawohl, ich versuche jetzt mein Sprungmodul zu benutzen und dann würde ich einen engelschwingenden Sturmangriff ausführen auf die Horde. Erst mal gucken, ob der Flug funktioniert. Aber sowas von. Also ich schieße von da, wo ich bin, mit meinem Sprungmodul genau dorthin. Und dann mache ich mal meinen Sturmangriff. Mit dem Kettenschwert. 43 würde ich sogar locker treffen. Die Horde weicht nicht aus. Die Horde steht einfach nur drin und kassiert. So, wo war das mit dem 3? Muss ich dann 3, 10. 11, 16. Jetzt muss ich noch einen D5 würfeln. 21, Durchschlag 5. 21, damit kannst du auf alle Fälle, du bist wieder reißend unterwegs. Mhm. Dann vermindern wir wieder die Horde. Alles klar. Das ist noch ein Angriff? Oder war's das? Nein, das war der Sturmangriff. Der Sturmangriff ist ja eine volle Aktion. Gut. Somit könnte ich jetzt nur einmal mit meinem Kettenschwert zuschlagen. Dann Worgen ist dran. Jo. Worgen, der legt an seine Hotshot Laskern. Und würde gerne im Semi-Auto-Feuer 3 Schüsse abgeben. Natürlich auf die Horde, selbstverständlich. Ja, dann habe ich auf jeden Fall meine notwendigen 2 Erfolgsgrade, weil ich habe das wunderbare Talent Lesgun Barrage, was mir automatisch einen Erfolgsgrad gibt bei Semi- oder Vollauto. Okay, dann den Schaden. 1, 2... 3 und alle haben eine Penetration von 7. Ja, die tragen zurzeit keine Rüstung und mussten nur durch den menschlichen Widerstand durchkommen. Und der ist eben auch nur einfach und nicht doppelt wie bei den Space Marines. Ja. Gut, dann knallt dein Lasergewehr und du durchpflügst die Köpfe der einzelnen menschlichen Rebellen, die dort ebenso auf dich angelegt haben und schießen. Mhm. Dann nach Worgen, Octavius. Ich möchte vollautomatisch hier hinten auf diese Gruppe ballern. Und das ist also ohne Mali. Vollautomatisch
vollautomatisch gibt plus 20, dann wegen Horde-Nummer plus 30. Dann warte. Mittlerweile ist die Horde geschrumpft. Du bekommst keine plus 30 mehr. Okay. Der 3. Die treffen alle. Ja, easy. Okay. Vier Schuss. Vier Schuss, alles klar. Vermindern wir die Horde wieder um 4 Einheiten. Dann sind sie bei 26. Ihr könnt von einem der Rebellen ein lautes Feuer einstellen hören. Und die halten sich tatsächlich dran. Dann könnt ihr erkennen, wie ein gewaltiger 2 Meter, sicherlich größer, 2 Meter großer Mensch mit einer großen Armor-Plast-Weste auf den Platz läuft, beziehungsweise dann jetzt eben herausfordernd in Richtung von Thordal Svensson geht. Er hat nur ein Kettensägenschwert in der Hand. Stell dich mir! Aber gerne! Die Herausforderung, nehme ich gerne an. Du wirst eh jetzt untergehen. Ja, die anderen haben tatsächlich das Feuer eingestellt und schauen jetzt in die Richtung. Was machen unsere Soldaten? Die schauen fragwürdig zu dem Hauptmann. Feuer halten.